Gleich hängt er nicht hinterher, gleich sind wir vorne. Bitte schön. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Herzlich willkommen aus Österreich im wunderschönen Salzburg, Salzburger Land. Wir wurden netterweise von der Seitenalm, dem Familienhotel, eingeladen. Dankeschön für die Einladung. Wir werden dieses Hotel nämlich 5 Tage kostenlos genießen dürfen. Da freuen wir uns sehr drüber und ich möchte euch natürlich auch in diesen Urlaub mitnehmen. So meine Lieben, ich zeige euch jetzt eben unser Zimmer hier auf der Seitenalm. Teppich ist super, wenn man Babys hat, die können hier in Ruhe krabbeln. Wir haben natürlich rechts erstmal eine Garderobe. Hier bin ich, hi. Noch total fertig von der Fahrt. Wir sind jetzt knapp 4 Stunden gefahren von Kroatien aus. Und wir haben ein richtig schönes, großes Apartment oder Familienzimmer. Rechts haben wir direkt das Bad, das zeige ich euch eben mit einer Whirlpool-Wanne. Wir lieben ja sowas, richtig toll. Eine schöne, große Dusche. 2 Waschbecken, super, wenn man viele Kinder hat. Also richtig schön hell und freundlich. Hier hat man einen Raum für Kleidung, Koffer, keine Ahnung, Kinderwagen etc. Finde ich sehr, sehr gut. Ich liebe ja Stauraum. Hier ist dann das Elternschlafzimmer mit einem großen Doppelbett, Fernseher und hier ist auch die Minibar. Ich werde gleich noch einen Wasserkocher organisieren. Dann werde ich nachts immer hier die Fridas Flasche machen. Und dann haben wir einen großen Balkon. Sieht hier so aus. Da hinten sind die Kinder, ich glaube man hört sie. Ein ganz großer, langer Balkon. Und das ist der Ausblick nach draußen. Über die Berge von Österreich. Bademäntel liegen hier schon fertig für uns auf dem Bett. Ja, Frieda, verläufst du dich hier? Wohin? Ins Bad? Gleich wickeln. Dann haben wir hier das Kinderzimmer. Die haben auch einen eigenen Fernseher. Natürlich ist der schon an. Hier läuft gerade Kika. Was guckt gerade keiner, kann auch ausmachen. Finde ich im Urlaub gar nicht schlimm, wenn die Kinder Fernsehen gucken. Die sind tagsüber hier komplett betreut und haben ihren Kids-Club. Hier haben wir auch das Telefon, das wird als Babyfon später benutzt. Hier schläft die Frieda, hier ist der Wickelplatz. Habe ich schon alles ein bisschen eingeräumt. Die Frieda muss nämlich gewickelt werden. Dann haben wir hier Paulines Bett und die Leona. Die Pauline hat wegen ihrem Alter noch so einen Ausfallschutz bekommen, richtig gut. Und schaut euch mal bitte diese süßen Bademäntel an. So niedlich. Dann geht's hier weiter. Hier hat man Taschen stehen. Da sind immer saubere Handtücher drin für den Wellnessbereich, den wir auf jeden Fall nutzen werden. Was haben wir hier? Ich glaube, hier ist nochmal ein extra WC mit Waschbecken. Ne, manchmal müssen ja immer alle gleichzeitig auf Toilette. Dann haben wir hier den schönen großen Wohnbereich mit Sitzecke, mit Sofa, mit Fernseher, alles was man braucht. Und überall Schränke, was ich wirklich sehr gut finde. Ich finde es mega gemütlich eingerichtet, sehr romantisch verspielt. Ich mag das ja total gerne. Man hat hier richtig viel Platz mit 3 Kindern, total klasse. Und wir gehen jetzt erstmal runter Mittagessen, dann nehme ich euch mit. Das ist hier nämlich alles all inclusive. Und dann gucken wir uns das einfach mal alles hier ein bisschen an. Was machst du da, Schatz? Kleiner Schwarze. Ich habe es übersehen. Es gibt hier doch einen Wasserkocher schon auf dem Zimmer. Perfekt. Es gibt hier sogar Schlaflicht. Wie cool ist das denn? Föhn, den brauche ich auf jeden Fall gleich im Bad. Und man hat hier auch eine Flaschenbürste. Das ist natürlich richtig klasse. Wir haben die Kuh, die 228. Jetzt gehen wir erstmal Mittagessen, ne? Dann schauen wir uns den Spielbereich an. Papa hat bestanden. Papa hat bestanden. Gerade Ergebnisse bekommen. Das heißt, wir fahren noch weiter in Urlaub. Nach Ungarn. Hier kann man sich dann auch mal ausruhen und was trinken abends. Hier ist die Bar. Voll schön gemacht. Heute, wir gucken mal. Heute ist Donnerstag, der 21. Juni. Lotti Karotti. Heute ist Kinderschminken um 15 Uhr. Das können wir direkt als erstes machen. Das magst du doch, Leona, oder? Wenn man an der Rezeption links vorbeigeht, hat man hier den Gemeinschaftsraum, den man zusammen mit den Kindern nutzen kann. Hier kann man sitzen und Spiele spielen. Ich zeige euch, das ist wunderschön hier und man hat auch eine Sonnenterrasse. Ein Riesenraum und hier sind überall Gesellschaftsspiele. Kann man sich mit den Kindern hier hinsetzen. Oh, Schach, das muss ich auf jeden Fall mit Alex mal machen. Alles voll mit Spielen. Total schön hier eingerichtet, oder? Dann hat man hier auch eine Babyspielecke. Spielzeug und sogar ein Bettchen. Ich glaube, das wird hier mein Lieblingsplatz.
Wir hatten ja erst unseren Kinderwagen mit reingenommen. Ich habe jetzt erfahren, dass man das nicht darf. Die haben hier eigene Kinderwagen, die man halt nur innen benutzen darf. Einfach aus hygienischen Gründen, was ich richtig gut finde. Bist du schon am Spielen? Nee, lass mal da stehen, den Korb. Das ist nicht unser Korb, Schatz. Komm, wir gehen zu Papa, wir gehen essen. Dann mal los, das Essen. Händedesinfektion. Hier gibt es, das ist den ganzen Tag, 24 Stunden hier geöffnet. Hier gibt es Kaffee und verschiedenen Tee. Hier haben wir dann Softgetränke den ganzen Tag. Das ist auch alles all inklusiv mit dem Preis. Ich hole mich schon mal. Genau, ihr könnt euch Getränke holen. Kaffee! Und wenn ihr keine mehr da habt, guck mal, Pauline, die kannst du dir auch selber hier rausnehmen, ne? Das ist ja cool für Kinder. Na, super. Orange, Apfel, Johannisbeer. Ich will Garten. Das? Dann nehme ich Orange. Hier ist die Bibi-Bar. Hier hat man ganz viele Quetschis und Gläschen, Mikrowelle. Voll gut gemacht. So ein Quetschi würde ich gerne nehmen für die. Oder das hier, das essen die auch mal gerne. Das ist jetzt der Essbereich. Wir setzen es hier einfach hin, ne? Petit, da rein, weg, weg. Guten Appetit. Paulina, komm, piep, piep, piep. Oh. Was süß. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Hau rein. Es gibt heute Nudeln mit Tomatensauce. Schmeckt das? Fast schon aufgegessen. Für mich gibt es Kartoffelsalat, Krautsalat, Putenschnitzel mit Gemüse. Als ich mein Auto geparkt habe, die haben hier sogar eine Waschanlage. In der Garage? Ja, also so ein extra Raum. Das mache ich auf jeden Fall. Die ganzen Fliegen, die müssen weg. Auto waschen. Pauline, halt dich da fest. Extra für die Kinder. Ein Kalender für die Kinder. Wow, das kannst du das ganz alleine. Karrierebahn? Ja, die Autos kann man an der Rezeption sich ausleihen. 30 Minuten kannst du es reservieren, dann kannst du damit spielen. Cool. Wollen wir mal reingucken ins Kino? Oh, wow! Ein richtiges Kino! Thomas, die kleine Lokomotive und Schale und die Schokoladenfabrik. 20 Uhr. Eine Bobbycar-Rennstrecke. Cool. Und da kann man bestimmt auch in der Rezeption die Pfeile ausleihen. Total süß gemacht. Wir spielen mal einen Abend, ne Alex? Nochmal ein Spielraum. Und die Pauline ist natürlich die Erste auf der Rutsche. Ja, so kann man auch sitzen, ne Frieda? Ja, das ist, glaube ich, gut, ne? Du musst gucken, Outdoor, Indoor, ne? Ist natürlich cool gemacht mit den ganzen Informationen da dran auch. Wie der zusammenklappbar ist. Also, die Pauline findet es, glaube ich, gerade richtig cool, dass sie im Hotel mit dem Kinderwagen rumfahren darf. Yay, los geht's! Brumm! Bitte klingeln. Total süß gemacht, ne? Wie im Kindergarten. Garten hier. Süß. Erster Versuch rauszugehen. Pauline bleibt mit Leona drin. Das ist hier total klasse. Die Kinder sind hier alle in einem Alter zusammen. Ich glaube, das könnte hier klappen, mit dem mal ein bisschen Zeit für sich haben. Also von dem Spielangebot und alles bin ich hier mega begeistert. Die haben hier so viele Möglichkeiten zu spielen. Es gibt verschiedene Räume, verschiedene Sachen. Es ist einfach extrem krass und sehr schön modern. Und hell und freundlich, kindergerecht. Alex ist jetzt gerade mit der Frieda unterwegs. Da gehen die dann sicherlich auch mal mit dem Kids Club dann runter auf den Spielplatz. Da ist die Pauline am Spielen, ich höre sie sogar. Ja! Das ist jetzt der große Garten. Schaut mal bitte. Da unten ist eine Tischtennisplatte. Wenn man sich jetzt hier auf die Bank setzt, was für ein Ausblick. Da gibt es großes Schach. Unglaublich schön. Ich gucke mir einfach mal hier ein bisschen alles an. Ich habe mir draußen Liegeflächen, total schön. Nach der Sauna, die müsste nämlich auch irgendwie so sein. Ach, da denke ich mit den Ruheräumen, das schauen wir auch gleich. Wow, Trampolin. Dort ist ein Trampolin, das finde ich ja Leona ganz toll. Oh, klasse. Guckt mal bitte. Das wird mein Stammplatz hier. Ich muss mich da jetzt direkt reinlegen. Oh mein Gott, ist das cool. Oh mein Gott. Du liegst und schaukelst und schaust auf die Alpen. Schaut mal bitte meinen Ausblick. Ich schaukel über die Alpen. Es ist auch alles hier extrem gut gepflegt. Eine süße kleine Holzhütte. Guck mal bitte, wie liebevoll das hier einfach gemacht ist. Oh nein, ist das süß.
Olga und Frieda heißen die Puppenkinderschneetier. Das ist ein Puppenhaus. Ist das süß. Mit dem Bild an der Wand. Hier ist noch ein Volleyballfeld, da sind noch Tiere, Ponyhof. Ich würde sagen, den Saunabereich, den zeige ich euch mal. Okay, hier ist alles kinderfrei für die Eltern. Wenn das nicht hier idyllisch ist. Das ist der Ruhebereich. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Wow, das riecht jetzt so gut nach Holz. Das hört sich komisch an. Da ist das Pony. Jona kann nämlich auch Reitunterricht nehmen. Das werden wir auch mal machen. Das ist der Blick nach draußen. Ich liebe also Holzhäuser. Ich bin hier seit meiner Kindheit jedes Jahr nach Österreich gefahren zum Snowboarden und zum Skifahren. Ich glaube, das wissen gar nicht alle Leute, ne? Da! Sogar so ein buntes Eis. Was jetzt möchtest du? Hallo, meine Lieben, sag mal. Ich habe gerade meinen Mittagsschlaf gemacht. Ich bin jetzt hier in der Babyspielecke richtig gut, denn man kann den Zaun hier zumachen und das Baby kann hier nicht wegkrabbeln. Und die Großkinder sind mit dem Papa in dem Vierjahreszeiten-Spielplatz. Hier könnt ihr den Zaun sehen und hier ist halt die Babyecke. Wollt ihr mal gucken, ob du spielen willst? Ein Ball! Ah, jetzt geht's. Motorikschleife ist interessant, ne? Hier ist noch eine Kuschelecke. Da hat man noch eine Höhle und eine Rutsche. Frieda muss hier erstmal warm werden und hier ankommen. Das dauert immer meistens ein, zwei Tage, bis die Mädels richtig spielen können. Ich muss euch gleich den großen Baum zeigen. Das ist eine Riesenhalle hier. Hier geht die Rutsche runter. Das ist die Eisrutsche. Man hat ja hier die vier Jahreszeiten. Hier ist der Winter. Dann landet man unten auf der Eisplatte. Die soll richtig steil sein. Ich guck mal, wie ich hier runterkomme. Klettern wir mal zusammen. Was hat man hier noch alles? Ah, Mama ist hier. Pauline hat voll Spaß. Schneemann kann man hier abschießen mit Bällen. Wie komme ich jetzt hier runter, diese Eisklippe? Da ist der Herbst gegenüber. Pauline schaukelt. Können wir zusammen rutschen? Nein. Oh Gott. Die ist schon schnell. Die ist unberechenbar, die Rutsche. Mama kommt. Oh, ein großes Spinnennetz. Hier sind überall solche Inseln. Aber der Boden ist richtig weich. Unglaublich groß der Baum, ne? Kann man hier rutschen? Eine Rollrutsche, da sind die Plättchen. Ja. So, die Easy probiert jetzt die Rollrutsche aus. Die ist auch mega schnell. Echt? Ja. Hey. Hey, bravo. Mama, Mama. Nochmal, ja, dann komm. Da festhalten. Beine drauf. Auf die Plätze. Fertig. Ja. Ja. Wow. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Hier gibt es noch eine Baby-Lounge. Hier können die Eltern stillen, die Mamas besser gesagt. Die Babys können hier, auch wenn sie möchten, schlafen oder gewickelt werden. Bis 12 Monate. Hier könnte zum Beispiel noch die Frieda rein. Eine Schaukel. Ach, wie süß. Müssen wir Frieda mal nachher reinsetzen, hat die bestimmt Spaß dran. Dann hat man hier saubere Spielsachen und benutzte Spielsachen. Das ist ja der Hammer. Wahrscheinlich werden die dann einmal desinfiziert. Das finde ich richtig, richtig gut. Waschbox, Fahrräder. Wir gehen jetzt mit unserem Mädel zu den Ponys und Ziegen. Da habe ich auch schon gesehen. Leona ist ganz bunt am Gesicht angemalt. Die hat einen Kinderschminken. Wasserspielplatz, cool. Wow. Super bei dem Wetter, ne? Und ein Pferd. Kinderwagen rollt weg. Schatz, Gott sei Dank sitzt da kein Baby drin, ne? Schatz. Ja. Sauber. Das ist ja klasse. Kaninchen. Guck mal, die haben Namen. Das ist Leblo und Lohmann Braun. Ist auch irgendwo hier drin. Da. Da ist der Lohmann Braun. Pauline hat Spaß. Gleich piekt der dich. Das tut weh. Das macht Aua. Ja. Ich geh mal. Mama hat schon mal blutig gepiekt, oder? Als Kind. Ja. Machen nicht. Oh, der liebt dich auch. Ja, wir gucken jetzt mal, die haben alle Namen.
Wow, wie stehen die hier alle? Ja. Nicht füttern, ne? Kann ich die mal streicheln? Oh. Hallo. Ja. Der lässt sich richtig streicheln. Ja. Wir sind jetzt beim Abendessen. Die Kinder haben auch eine Kinderkarte zum Bestellen für das Abendessen. Kindermenükarte. Richtig cool. Da gibt es so die typischen Lieblingsessen wie Nuggets, Wiener Schnitzel, Fischstäbchen, Gemüseteller, Nudeln mit Tomatensauce. Aber die Kinder können halt auch das essen, was die Erwachsenen essen. Und wir haben jetzt auch verschiedene Hauptspeise, die wir uns aussuchen konnten. Und das ist unsere Vorspeise. Schaut mal bitte, wie gut das aussieht. Oh mein Gott, richtig lecker. Die Leona malt in ihrem Malbuch, das liegt hier immer auf dem Tisch. Ne? Und was ich auch richtig klasse finde, es gibt hier Feuchttücher. Es gibt noch eine Suppe vorweg. Das ist Gemüse mit Parmesanbrot. Paulina hatte Tomatensuppe. Leona auch. Die Sahne rühre ich immer gern unter. Schneller kälter, die ist auch lecker. Ist lecker mit der Sahne, ne? Okay. Das ist unser Hauptgang. Das sieht lecker aus. Oh mein Gott, mit diesen Blüten. Das ist unser Nachtisch. Richtig, richtig lecker. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir sitzen jetzt am Frühstückstisch. Ich bin heute 27 Jahre alt geworden. Und schaut mal bitte, wie schön der Tisch gedeckt ist. Richtig schön gemacht. Alles Liebe und viel Glück mit Kerzen und Blumen. Gefällt dir das, Leona? Ja. Richtig schön. Wir frühstücken jetzt erstmal. Es ist heute Morgen noch relativ leer hier, deswegen zeichne ich einfach mal hier das Buffet. Hier gibt es Brötchen, die typischen Brötchen aus Österreich, die Semmel. Ich glaube, sie heißen Semmel. Sehr lecker, die werde ich gleich erstmal essen. Und dann hat man hier ein richtig reichhaltiges Frühstück. Fischauswahl. Was haben wir da? Schrimpssalat. Oh, wie lecker. Weinkäse, den werde ich auf jeden Fall auch mal probieren. Das sieht auch voll lecker aus. Dann haben wir hier Eier. Spiegelei, Rührei. Oh, man kann sich hier selbst Waffeln machen. Ist auch nicht schlecht. Joghurtspeisen. Und noch mehr Müsli. Leona, da kann man sich selbst Waffeln machen. Möchtest du eine Waffel? Ich glaube, ich mach der Pauline auch eine Waffel, oder? Pauline isst auch immer gerne Waffel. Das ist ja ein schönes Frühstück. Ich hoffe, das reicht. Das ist der beste Geburtstag von dir. Mama zu. Hey! Nach dem Frühstück wird ein bisschen Auto gefahren. Toll! Frieda kann jetzt winken. Papa, Frieda. Das ist ein Hubschrauber-Top. Hallo. Papa. Wir sind jetzt hier in der Kinderbetreuung im Kids Club. Und wir sind alle drei Mädels gerade hier in der Eingewöhnungsphase. Morgens haben die immer eine halbe Stunde Zeit, mit den Eltern zusammen hier zu spielen. Und die Frieda ist jetzt auch mit dabei. Wir schauen einfach mal, wie sie sich macht. Derzeit ist sie gut beschäftigt, ne? Oh, sie hat die Finger eingeklitscht. Das Frieda, neues Spielzeug, das ist gut. Alte wird schon langweilig, ne? Ein großes, was ist das, ein Parkhaus? Eine große Straße. Und soll ich dir zeigen, was der auch kann? Komm mal hier, dann springt der. Was haben wir hier noch? Spielküche, hier ist eine Höhle, ne, Leona? Warst du hier schon drin? Ja, das ist eine Höhle. Mit Licht. Da ist Licht drin? Ja, guck. Oh, cool. Haben wir hier noch ein großes Bällebad. Ist alles richtig liebevoll hier auch eingerichtet. Kinder. Meine Lieben, wir sind jetzt gerade auf dem Weg in den Kids Club und holen die Kinder ab. Wir waren 10 Minuten ohne die hier. Ich glaube, es hat ganz gut geklappt. Wir ziehen uns jetzt um. Dann gehen wir zum Reiten. Machen mit den Pferden eine. Ich muss leider kurz nur einmal Sandalen anziehen. Wir gehen am Auto lang, dann hole ich dir feste Schuhe. So, Freunde, komm. Ey, ich will's hier runter. Anziehen. Dann gehen wir auf Pferd reiten. Was hat Frieda gemacht, erzähl mal. Sie hat das erste Mal dort gekrabbelt. Nein. Ich hab's nicht gesehen. Richtig gekrabbelt? Habt ihr das gehört? Mein Baby hat gekrabbelt, ich hab's nicht gesehen. Also auf alle vier. Ja. Wespe? Weste. Reitweste. Es ist 7 Grad heute Morgen. Es hat sich abgekühlt. Na, du kleine Indianer? Leona ist als Indianer geschminkt. Heute ist Indianertag. Dann wird heute noch eine Schatzsuche mit den Eltern gemacht. Und heute Abend machen wir die Fackelwanderung durchs Dunkle. Heute hast du alles hier, was du... Alles zum Geburtstag. Bin übrigens heute noch ungeschminkt heute Morgen. Pauline will auch die Pferde sauber machen. Wir gehen immer schön nicht so weit hinter das Pferd. Genau. Das ist das erste Mal, oder Alex? Ja. Dein Pferd bürstet. Oh, der Hahn.
Ja, richtig schön sauber machen, wenn man drauf reiten will. Super! Ein Helm! Bin gespannt, ob die Pauline auch gleich reiten will. Wie heißt denn das Pferd? Vielleicht mal fragen. Das ist der Johann. Johann? Wir haben Johann. Ein schöner Name. Ein schöner Name. Da ist der Alex und die Leona. Ich habe einen Kinderwagen. Pauline ganz unten, Frieda schläft oben. Die sie hat es auch noch geschafft. Das ist Johann. Mit Leona und Easy. Johann ist irgendwie richtig nett. Hello. Los, Johann. Die Aussicht ist der Wahnsinn hier. Ich habe ein bisschen Respekt vor Pferden, weil ich es nicht kenne. Aber wir schaffen das schon die ganze Woche, ne? Wir werden beste Freunde mit Johann. Du machst das doch super. Ja, ne? Ja, klar. Wahrscheinlich packe ich das Pferd leider total falsch an, aber ich gebe mein Bestes. Alex, was machst du da? Kannst du auch machen, Gras pflücken und ihm das da hinlegen im Johann. Genau, der braucht noch Kraft, Leona. Guten Appetit. Gleich hängt er nicht hinterher, gleich sitzen wir vorne. Bitteschön. Hau rein. Es schmeckt ihm, ne? Wir sind wieder zurück vom Ponyreiten. Es war wunderschön. Ihr habt vielleicht ein paar Einblicke bekommen. Wir haben ein bisschen Muskelkater. Die Waden brennen. Wir waren jetzt gerade schon Mittagessen. Es gab Burger, den man sich selbst belegen konnte. Richtig gut mit Pommes. So muss es sein. War richtig lecker. Wir hatten auch extrem Hunger durch diese Bewegung. Heute Abend machen wir noch die Nachtwanderung. Und dann ist mein Geburtstag auch schon wieder vorbei. Ich wollte euch so ein bisschen mitnehmen. Werde jetzt aber die Kamera ausschalten, um einfach den Tag zu genießen mit allen. Und ich würde sagen, bis bald. Ciao.